muss hier rüber, aber wie komme ich darüber? Ich komme da nur rein, wenn das Ding aufgeht. Also ich vermute, ich muss wirklich alle killen. Achso, hier war wieder Glimmer. Ja, ich muss hier wahrscheinlich wirklich alle killen. Warte. Das ist gut. Na gut, gut ist, dass ich hier nicht runterfallen kann. Das haben wir ja auch schon getestet. Ach, der holt sich Dynamit. Ach, der fällt runter. Ja, komm, bevor die sich hier weiter Millionen von Dynamit holen, geh weg. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Das ist eine sehr interessante Stelle, muss ich sagen. Achso, da waren die. Genau, die waren das. Die jetzt wieder schießen, als gäbe es keinen Morgen. Moment, ich mache mir erstmal neue Granaten. Bolzen wechseln. Das haben sie auch komisch gemacht. So. Bitte mal zwei. Nein! Steht er jetzt auf? Explodiert er? Fällt jetzt gleich der Arm ab? Nein, er lebt einfach weiter. Natürlich. Alter Sch... Ich habe eine angezündete Stange Dynamit in der Hand. Ich bin 5 Minuten ohnmächtig. Sie explodiert nicht. Ich kann sie werfen und töte damit noch jeden. Natürlich, natürlich. So, ich möchte bitte, du bleibst da. Du bleibst. Da muss ich nachher wieder umbauen. Beziehungsweise, nee, ich brauche das Snipergewehr einmalig und dann kann ich das Schrotgewehr wieder nehmen. Einfach dumm. Oh, Gevatter Tod. Mit Dragon's Dogma bin ich nicht warm geworden. Das können wir vielleicht irgendwann wirklich nochmal im Stream spielen, aber da brauche ich wirklich Hilfe. Ich bin damit nämlich solo als Let's Play-Projekt nicht klargekommen, weil ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht verstanden. Ich war zu dumm. Ich hatte halt das Gefühl, dass meine Kompagnons, die ich halt immer mit hatte, mehr Schaden gemacht haben als ich. Und das war irgendwie ziemlich komisch. Weil ich hatte nie das Gefühl, dass ich dieses Spiel unter Kontrolle habe und deswegen hat mir das auch im Let's Play nicht so wirklich Spaß gemacht. Deshalb bin ich auch das eine oder andere Mal geraged. Weiß ich nicht, es war komisch. Ja, das funktioniert nicht, okay. Das funktioniert nicht. Ach doch, einer ist aber schon runtergefallen. Alter. Der hat einfach unlimitierte Granaten. Natürlich, warum auch nicht.
Warum auch nicht? Ach so, natürlich. Wobei, das ist ja eine lustige Taktik. Achso, ich kann ihn ja schon mal dahin schießen. Ich muss ja gar nicht warnen. Moment, jetzt möchte ich mal bitte die Granaten. Dahin. Danke. Nein, knatter Muppertmann, geh weg, ey. Lustige Cheesy-Taktik. Vielleicht. Ja. Wunderbar. Der so da explodiert er jetzt, natürlich. Wie weit kann der Mopedmann werfen? Ist das der Louis Armstrong, der Granatenweitwerfer? Muss ich mal ganz kurz checken. Nein, es ist nicht der Louis Armstrong, der Granaten-Raketen-Moped-Werfer. So, dann möchte ich bitte... Alter, wie oft habe ich jetzt hier die Waffe gewechselt? Hä? Ich sagte, Waffe wechseln, bitte. Dankeschön. Ja, wie gesagt, Gevatter, wenn wirklich nur noch im Stream und dann mit Leuten, die das Spiel schon mal gespielt haben und sich damit auch auskennen, weil ich bin da so rumgehampelt in dem Spiel, ich kam mir vor wie der letzte Vollhorst. Ich hab's echt nicht gescheckt. Was? Warum? Wo? Wo habe ich jetzt Schaden gekriegt? Wo denn? Da ist nichts. Von unten oder was? Ich habe nichts mehr, womit ich mich heilen kann, außer den Heilkäuferchen. Und ich habe keinen Plan, von wo ich den Schaden kriege. Ja, okay. Frage beantwortet. Nicht, dass ich gerade schon mit denen Probleme hatte. Mitten ins Herz. Nein, nein, du sollst nicht. Ja, wie mache ich den jetzt am besten kaputt? Ey, liebe Freunde, ich habe sofort den Trigger gedrückt, als das Moped nach oben gegangen ist. Und es ging nicht. Wie soll das gehen? Da durchschießen kann ich nicht.
ist mir ein Rätsel. Hoch komme ich nicht. Und hier geht der Tor nicht auf. Magic Manfred, hi. Ja, das Problem ist, das ist super dumm. Ja, genau. Kann mir nur noch vorstellen, warte mal, mit dem Bolzenschussgerät und vielleicht eine Haftgranate. Das wäre das Einzige, was eventuell noch funktionieren kann. Wobei es, da es hier keine Haftgranaten gab, muss es auch anders gehen. Ich kann es noch nicht mal abfeuern. Ey, leck mich, Spiel. Sorry, das ist... Das ist einfach dumm. Oder ich muss wirklich nah ran. Moment, das könnte vielleicht noch gehen. Nah ran. Nee, bevor das Tor aufgeht, ja. Oder wenn es zugeht, dann hört er nämlich auf. Bin ich zu langsam für. Hey, ein Treffer. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Durch ihn durchgeschossen. GG. Ich krieg nur einen Schuss raus, also zwei ist überflüssig. Ja, wir haben ja auch gar nichts hier verschwendet, ne? War ja auch super. Ja gut, Granate über das Wellblech, ja okay, das wäre vielleicht auch gegangen. Dark Arisen ist die Erweiterung. Das ist quasi wie das, wie ein DLC in Dark Souls. Halt neues Gebiet, neue Gegner, neue Waffen, neue Ausrüstung. Aber ich habe es auch noch nicht gespielt, weil ich mit dem Hauptspiel nicht klargekommen bin. Oh, Gott sei Dank. Haben wir zwar nominell fast nichts mehr, aber... Ja, da haben wir wirklich jetzt kräftig durchgeblasen. Die ganzen Spritzen sind weg. Unser Arztkoffer ist weg. Gut, wir haben noch einen. Granaten haben wir auch noch. Naja, eine. Naja, gut, okay. Wobei das hier unten schon wieder nach Bosskampf aussieht. Ja, keine Ahnung. Das muss ich ja dazu sagen. Das fand ich wirklich schade, weil auch von den Leuten oder der Anzahl der Leute, die es geguckt haben, haben es richtig viele geguckt und es fanden auch wirklich viele Dragon's Dogma gut. Das Problem bei mir war, ich fand es nicht gut. Wie gesagt, eventuell fangen wir nochmal ein neues Spiel an und dann müsst ihr, wenn ihr euch damit wirklich auskennt, halt gucken, dass ihr bei den Streams dabei seid und mir halt eben Tipps gibt und mich so Backseat-mäßig zuspoilert, dass ich nichts falsch machen kann, weil ich habe, was habe ich probiert? Ich habe diesen Bogenschützen ausprobiert, ich habe den Krieger ausprobiert, den Magier, habe mir irgendwie Millionen von Begleitern geholt. Ich kam damit aber nicht klar. Ich glaube, ich habe
zwei Quests oder so abgeschlossen. In 40 Parts. Keine Ahnung, wie viel es waren. Auf jeden Fall waren es nicht wenig Parts. Was ist denn... Hä? Warum kann ich hier eine Tür aufmachen? Da war ich doch. Das ist Sinn. Einfach nur noch ein weiterer Weg zum Kiten. Ja gut, das mag sein. Ja, hier, Leiter, da Leiter. Dann gucken wir erstmal hier hoch. Gevatter Tod ist, wie gesagt, nee, also ist nicht schwer. Wie gesagt, gerade in solchen Reaktionsspielen bin ich auch super schlecht. Rennspiele kann ich auch nicht toll. Aber wie mit Dragon's Dogma, obwohl es halt ein RPG war, ich weiß nicht, hat mir nicht... Ich habe halt Kingdoms of Amalur super einfach durchgespielt. Dragon Age 1 und 2 habe ich problemlos durchgespielt. Divinity haben wir uns ja größtenteils durchgefuchst. Was ja auch alles Spiele sind, die nicht so super einfach waren. Und Dragon's Dogma ging, wie gesagt, irgendwie gar nicht klar. Ich weiß nicht warum. Wir eventuell schauen noch mal in mein Let's Play rein und sag mir, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich irgendwas Grundlegendes nicht verstanden. Heute, wenn du damit den 28. meinst, ja, heute im Laufe des Tages, also so ab 18 Uhr bei mir, dann im Stream. Jetzt werde ich hier wieder mal lustig kurbeln und gucken, was ich jetzt hier kurbel. Oh Gott. Nicht wirklichst. Und da unten ist noch so ein Moped-Mann mit Kettensäge oder was? Ich höre es schon vom Moppern. Ach ne, das ist der Generator. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, Feuerwehrmann! What the fuck? Ja, der Feuerwehrmann hat natürlich einen Asbestanzug an, der brennt natürlich nicht. Geil. Ich habe bei Kingdoms of Amalur Platin gemacht. Ich habe es immer mit Dragon Age 2 verglichen, von der Story und vom Spielprinzip. War halt ein sehr schnelles Action-RPG. Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Jetzt habe ich natürlich schon wieder die falschen Bomben. Natürlich habe ich die falschen Bomben. Wie komme ich denn hier hoch? Gar nicht komme ich hier hoch. Ah, da kommst du aber runter. Naja, dann. Nein! 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 Einfach wie eine Shotgun benutzen. Einfach im Nahkampf. Snipergewehr im Nahkampf, immer die beste Lösung. I shot the sheriff. But I don't know, did not shoot the fireman. Alter Vater, aber dafür the policeman. Und der andere hat noch ein Loch im Kopf. Der hat quasi keinen Kopf mehr. Schön. I shot the sheriff. But I did not cheat the monster, Mann. Ach, da komme ich nach oben. Da war die Leiter. Trollernoll. Ja, mein Sitzplatz aus. Ich habe keine Munition mehr. Moment. Bitte. Danke. Oh Gott, nur zwei Schuss. Na, super. Immerhin.
Burn in the Hell. Aber schnell. Seitdem ich Slesko bin ich nacht hyperaktiv und über den Tag nur müde und vergleichbar mit einem Emo. Alter, Gevatter tot. Naja, eigentlich ist es nicht gut, keine Ahnung. Das Problem ist halt, ich war schon immer ein Nachtmensch. Ich wollte schon als Kleinkind nie in den Kindergarten, weil mir 9 oder 10 Uhr einfach zu früh war. Keine Ahnung. Am liebsten so bis 12, 1 Uhr pennen und dann halt bis 2, 3, 4 Uhr nachts aufbleiben. Das war schon immer so mein Tagesrhythmus, ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was ich hier an Munition habe. Nix. Ein Schuss. 5. Oh, wir haben... Magnum haben wir auch wieder. Ja, wunderbar. Das geht ja dann einigermaßen. Aber doch, Streichholz haben wir auch noch. Und eine Spritze. Wunderbar. Weiß ich gar nicht, wo wir die gelootet haben. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Boah, dieses Knattern. Wo? Oben. Ich vermute, da ist noch der Schütze. Ja, okay, das beantwortet die Frage. Das beantwortet die Frage. Granaten. Nein! Granaten! Ja. Auf gut Glück. Ist Mopedman tot? Man weiß es nicht. Nein! Natürlich schießt er einfach durch die Wand. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? Wer geht? Wurstfabrik geht. Nachtwurstfabrik. Eigentlich ein ziemlich geiler Name. So. Der kann da einfach durchschießen, ich nicht. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt schon wieder. Das wäre natürlich auch super ärgerlich. Wieso ich den denn, wenn ich ihn da nicht treffe, nicht treffe, wird mir ein Rätsel für den Rest des Lebens bleiben. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ach, komm, ey. Ich weiß nicht, die Granaten können nicht Kilometer hinter ihm gelandet sein und sie haben keinen Schaden gemacht, warum auch immer. Ich treffe ihn halt genau auf den Kopf. Klar, er trägt seine lustige Bums-mich-Maske. Und dann bin ich langsamer mit dem Ausholen. Ja, Grummel, Grummel, Grummel. Mich. Ja, wie gesagt, größter Kritikpunkt, dass du in solchen Szenen keine Zeit hast, nochmal die Waffen zu wechseln. Dass es halt genau in der Action losgeht und das Menü nicht pausiert ist. Das ist, wie gesagt, so der größte Kritikpunkt. Das war verschwendet. Nein, falsche Taste. Shotgun. Danke für Shotgun. Ja, bitte. Heute noch. Dankeschön. Ja, bitte. Bitte an...
Da steht noch einer in der Ecke. Ah, super. Der steht hier drin. Der ist verbuggt. Der ist hier drin irgendwo runtergefallen. So, als ganze Chose hier wieder von vorne. Ne? Seht ihr ja? Der hat mich ja gerade getroffen. Der steht hier einfach drin. Der lustige Bauarbeiter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht spielentscheidend. Dass ich hier alle wegmachen muss, bevor der nächste Punkt triggert. Ja, der ist durch die Granatenexplosion wahrscheinlich runtergefallen oder so. Ja, aber anscheinend. Anscheinend. Wo ist denn. Das war noch. Keine Ahnung. Habe ich den anderen mit weggranatet oder so? Es waren noch zwei Multimedia-Schützen, genau. Die schießen mit Multimedia. Nein, ich meinte hier, ratatatat, Sturmgewehrmänners. Ja, keine Ahnung, die sind anscheinend weg. Haben wir ja alles gelootet. Ja, nein. Ja, nein. Vielleicht später. So, wo warst du, Mobsmann? Immer noch. Der Granatenmann ist noch immer am Start. So gut wie ich schieße, kann dauert wieder nur 5 Stunden. Ja, keine Ahnung. Das Sturmgewehr haben wir leider immer mit angefackelt. Das war aus Gummi. Ist einfach verbrannt. Super. Ich hoffe, ich muss den da jetzt nicht drin noch irgendwie killen, der da rumhampelt. Das wäre jetzt eine ziemlich scheiß Aktion. Aber na, hoffe ich mal nicht. Scheint ja hier weiterzugehen. Und wir haben ja diesen Generator angemopselt. Scheint getriggert zu sein, liebe Freunde. Ich komme hier nicht rein. Oder. Ach doch, hier ist ein Hebel. Ich habe nichts gesagt. Alter Vater. Hallo. Schießt wieder jetzt die Mauer. Achso, das wollte noch nicht mal runter. Ah, natürlich ist es. Ja, gut, okay. Die brauche ich eigentlich alle nur einmal treffen oder ein bisschen ins Wanken geraten. Das ist jetzt nicht super spektakulär. Oh Gott, der mutiert. Ja. Gut, dann nochmal.